Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch die Luna Beauty x Laura Lee Full Fantasy Collection anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die gibt es jetzt ganz fresh und new bei Purish und da könnt ihr tatsächlich auch 15% aktuell drauf sparen, sowie auch auf super viele andere Marken. Claudis Welt 15 gibt euch da entsprechend den Rabatt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe euch die Paletten, also sowohl die Face-Palette als auch die Lidschattenpalette schon bei Instagram geswatcht. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ich starte jetzt auch einfach mal mit der Blush-Palette, die wir hier haben. Wobei, die würde ich eigentlich als Blush, Bronzer und Highlighter-Palette verwenden. Natürlich kannst du mit dem Sandbar-Ton die drei Blush-Töne auch so ein bisschen bräunlicher gestalten, etwas nudiger gestalten und die anderen beiden Töne vielleicht als Blush-Topper verwenden. Aber ich habe mir gedacht, ich versuche es mal mit Sandbar als Bronzer. Ich habe jetzt schon einen Liquid-Bronzer quasi in meiner Base drin und wollte jetzt einfach mal noch so ein bisschen was drüber geben. Ich kann ja hier mal starten und das vorsichtig machen. Das ist übrigens auch ein Luna Beauty Pinsel. Den habe ich mal auch von Purish zugeschickt bekommen. Also wenn ich das so leicht drüber gebe, dann funktioniert das auch. Dann sieht das auch nicht zu wild aus. Ja, mag ich tatsächlich. Und ich finde es ganz praktisch, dass wir hier eine Komplettpalette dann ja wirklich auch haben werden, ne? Das ist schön. Als nächstes möchte ich mir die Blushes auftragen. Da starte ich einfach mal hier mit dem Ton Peach Keen. Oh, da kriege ich schon gut was auf den Pinsel drauf. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und den setze ich mir hier hin. Der ist sehr subtil. Aber ich meine das auch von der anderen Blush-Palette zu kennen, dass man das einfach ein bisschen aufbauen muss, ne? Dass ich dann einfach nochmal eine Schicht nachlegen kann. Und das sieht richtig schön aus. Ich habe heute meine Augenbrauen auch mal etwas anders gemacht. Da ist mir hier von Dominique Cosmetics auch dieser, wie heißt das denn? Das ist auch ein neues Produkt. Blowout Shaping Gel, das ist dieses hier. Da habe ich das kombiniert mit dem Brow Ambition von Nabla, habe ich in der Farbe Ash Blond und ja, halt als Basis mein Yves Rocher Augenbrauenstift, den ich aktuell in Anwendung habe. Und ich habe das einfach mal ein bisschen anders gemacht als sonst. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich finde, ich sehe ganz schön böse aus, aber alles gut, ne? Wir kriegen das schon hin. Sonst mache ich das ja eher subtil, ne? Und jetzt habe ich mal wirklich das auch ein bisschen weiter nach vorne gezogen und irgendwie auch ein bisschen schärfer gemacht. Gut, als nächstes verwende ich Rose Skyline. Den wollte ich jetzt auch einfach mal ausprobieren. Da kriegst du mit einem Dip so viel auf deinen Pinsel. Da muss man wirklich aufpassen. Der ist dann wahrscheinlich auch eher so gedacht, dass man, wenn man etwas getarnter ist als ich, den verwenden kann, weil der ist schon sehr, sehr intens, ne? Huiuiuiuiuiui. Ja, aber schön. Also den muss ich definitiv nicht aufbauen. Das steht außer Frage. Also wenn ich wirklich einen richtig krassen Blush-Look haben möchte, würde ich dann natürlich zu diesem hier tendieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher bei dieser Seite. Also dieser Peachy Keen ist eher so mein Typ. Ich kann ja mal versuchen, ob Pink Blossom, da habe ich jetzt auch nur einmal reingedippt, das Ganze vielleicht hier vorne so ein bisschen dezenter macht. Nö, er macht es einfach noch intensiver. Ja, das ist großartig. Wahnsinn. Also ich gehe jetzt, also das ist mir ein bisschen zu viel, jetzt hier mit dem Schwämmchen noch einmal kurz drüber, ne, damit das Ganze vielleicht ein bisschen gemutet wird. Aber das ist schon sehr intensiv. Also Jenny von Jenny's Highlights wird diese Seite mehr lieben. Ich liebe diese Seite mehr. Dann habe ich an diesem Pinsel auch noch eine andere Seite. Das ist ja diese Highlighter-Pinselseite. Ich gehe davon aus, dass ausschließlich Gold Fantasy bei mir passen wird, weil New Champagne tragen wir auf der anderen Seite gleich auch mal auf. Okay, was soll der Falschgeiz? Also hier, oh mein Gott. Okay, ich blende das aus. Der ist, also, wow. Der ist sehr viel, sehr intens. Holla. Und halt für mich leider auch viel zu dunkel, ne? Krass. Ja, okay, I was not expecting that. Das ist echt krass. Ich mache auf die andere Seite New Champagne. Was soll der Falschgeiz? Ich klopfe aber ein bisschen ab. Da ist ja schon ordentlich Kapitjes dahinter, ne? Und das ist witzigerweise halt wirklich mehr so mein Ton, obwohl das beides nicht als Highlighter bei mir gut funktioniert. Ne, den blende ich jetzt auch mehr so in den, ich mache das großflächig hier, in den Blush als Blushleiter mit rein. Aber als reiner Highlighter
ist das einfach zu dunkel. Also diese Palette ist jetzt krass. Also da sind auf jeden Fall die beiden Töne schon was für mich, Sandbar und Peachy Keen. Aber die beiden Highlighter-Töne sind für mich eher schwierig. Ich kann sowas mir dann tatsächlich eher als Lidschatten vorstellen. Und der hier ist schon richtig krass, der Rose Skyline. Und Pink Blossom könnte vielleicht was sein, was natürlich ganz schön ist bei so einer Palette. Du kannst dir natürlich die Töne auch schön mischen, ne? Sodass du da halt auch irgendwie ein harmonisches Gedönsen hinkriegst. Das ist krass jetzt hier in meinem Gesicht. Okay, it is what it is. Und wir haben hier dieses Palettendesign, was ich auch wunderschön finde. Und ähnlich, nur halt in einer anderen Farbnuance, findet sich das Ganze bei der Full Fantasy Lidschattenpalette. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine Palette ist, wo man sagt, Mensch, die brauchst du unbedingt. Ich habe euch die geswatcht. Ich habe ja auch diese Nude... ist das Nude Fantasy? Nein, die Nude Prism Palette auch schon hier, die ich wundervoll finde und halt auch super gerne für neutrale Looks verwende oder wenn ich so ein bisschen Rosé mit drin haben möchte. Ich glaube, die gibt es auch noch bei Purish, müsste mal schauen. Hier kannst du auch neutrale Looks mit schminken. Ich versuche jetzt aber tatsächlich heute das Ganze etwas mehr auf dieser Seite zu halten, vielleicht auch ein bisschen ins Grün gehende. Mal gucken, ob das so ein grün-lila Look wird, fände ich ganz cool. Ich starte deswegen jetzt auch total mutig mit diesem Ton Trivia. Das ist eigentlich eher so ein Ocker und den setze ich mir hier außen hin und blende mir den auch ein bisschen in meine Lidfalte rein. Okay, der blendet sich schön aus. Ich baue den auch noch ein bisschen auf, bis ich halt das so erreicht habe, wie ich das gerne hätte. Der Ton ist wirklich klasse, den mag ich sehr gerne. Dazu jetzt einfach ein goldener Schimmerton aufs bewegliche Lid. Einfach noch ein bisschen was davon an den unteren Wimpernkranz fertig wäre. Für mich tatsächlich auch schon ein richtig schöner Look, den ich auch gerne so tragen würde. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mit der Palette spielen. Ich verdunkle mir den Ton jetzt einfach mit What's Going On. Das ist schon ein dunkler Braunton, ne? Der aber auch ein bisschen Grünstich mit drin hat. Und das kommt hier außen hin. Ja, und wie wir das halt von Luna Beauty kennen, die Töne lassen sich wirklich schön auftragen, schön verblenden. Und die passen halt auch einfach gut miteinander zusammen, ne? Weil da hat jemand sich hingesetzt und sich überlegt, welche Töne man vielleicht auch gerne miteinander verwenden und kombinieren würde. Das passt schon gut. Es ist mutig, aber ich möchte mir gerne Lila an den unteren Wimpernkranz setzen. Und dafür nehme ich den Ton Lenny. Das ist ein richtig krasser Aubergine-Ton. Ich mache das jetzt erstmal vorsichtig, dass ich einmal reindippe und mir den schon mal so vorab auftrage. Ja, es ist halt einfach mutig, weil es kann schnell verheult aussehen, ne? Lila und Wimpernkranz, immer schwierig, aber mal gucken. Ja, das ist schon sehr grungy, ne? Also von dem Look an und für sich her. Und ich denke auch von der Palette ist das Ganze eher auf die Herbstrichtung ausgelegt. Ja, ich nehme jetzt nochmal von What's Going On. Das ist ja dieser Ton, den ich ja oben schon verwendet habe. Ein bisschen was auf meinen Pinsel, um das außen aufzutragen, das Lila abzudunkeln und es gleichzeitig auch mit dem oberen Wimpernkranz etwas zu verbinden. Das sieht aufregend aus. Also finde ich wirklich ziemlich außergewöhnlich bei mir. Dann verwende ich auf jeden Fall den Ton Aries, das Duochrom-Ding hier. Also das ist ja der Wahnsinn. Der kommt auch mit dem Finger direkt auf mein Augenlid. Ne? Der ist schön und der kommt hier direkt einfach mal drauf. Ich lasse das im inneren Drittel auch ein bisschen frei, weil da wird es gleich ein bisschen heller werden. Außen verbinde ich den dann mit dem What's Going On. Dann setze ich mir Mora, das ist dieser leicht grün schimmernde Goldton, ebenfalls mit meinem Finger in mein inneres Drittel. Und das finde ich ziemlich fancy, weil ich habe ja auch meine Augen schon so ein bisschen grün vorgeschminkt und ziehe den Ton halt auch so ein bisschen in dieses, oh ja, in dieses Aries mit rein. Und das gibt halt so einen fancy Übergang. Wir haben ein leichtes Krümeln unter den Augen, aber das geht alles noch vollkommen klar. Es ist definitiv sehr, sehr grungy hier. Und um das Ganze nochmal zu vertiefen, nehme ich mir einen eigentlich Augenbrauenpinsel, ist okay, und die Farbe Break Time. Das ist ein Schwarz und dieses Schwarz hat ganz leichte Schimmerpigmente drin. Das ist für uns jetzt aber gerade auch so ein bisschen irrelevant. Ich möchte mir damit einfach einen Eyeliner ziehen. Und das ist ein tiefes Schwarz, sehr schön. Und ich versuche, dass diese Eyeliner auch so ein bisschen in diese, ja, nach außen hin ausfadet. Also quasi nicht komplett präzise hier außen ist, sondern einfach sich dann auch mit dem Lidschattenlook verbindet. Und dafür setze ich dann quasi ohne weiteres Produkt diesen Augenbrauenpinsel auch an und wische das auch so ein bisschen in den Look mit rein. Ne? Das ist aufregend. Fancy, ne?
auch auf jeden Fall irgendwie mal was anderes. Ja, hier außen habe ich auch irgendwie noch einen Schatten, aber das kommt, glaube ich, eher so von meinen Wimpern. Apropos Wimpern, die werden jetzt gleich auch nochmal getuscht, weil das macht natürlich auch nochmal viel aus. Inner Corner Highlight, genau, den setze ich mir jetzt hier mit Your Faith. Das ist dieser Champagnerton. Dürfte der hellste Schimmerton aus der Palette sein. Der ist jetzt ein bisschen zu dunkel für meinen Teint und etwas zu warm für den Look, aber es macht ein Highlight. Das sieht fancy aus, aber definitiv möchten hier die Wimpern auch noch getuscht werden, um dem Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen. Nabla Vigis Mascara ist am Start, also die ist für manche vielleicht ein bisschen zu heftig. Ich finde sie großartig. Ich kann sie euch empfehlen, vielleicht sogar in der Kombination, wenn ihr die habt, ne, mit der Mesauda Big and Thick. Aber die ist alleine auch schon sehr, sehr gut, ne, macht halt nicht so mega krass, aber die macht auch sehr, sehr geile Wimpern. Oder Catrice, die Gummibürstchen Mascaras sind auch super damit in Kombination. Damit verhindert ihr halt, dass es zu klumpig werden könnte, weil man eskaliert doch ganz gerne. Und dann halt in der Farbe Luna habe ich jetzt hier einen von den Nabla Jelly Viechern, Beyond Jelly Lipsticks. Und jetzt gucken wir uns mal den Look aus der Nähe nochmal an. Und ja, ich hätte es schöner nach oben hin verblenden können, ist das wie es ist. Aber ich finde, dass einfach die Kombination dieser Schimmertöne und dieses Grungige einfach auch was anderes ist. Der Herbst lässt grüßen und ja, das ist intensiv. Und da ich heute frisch beim Friseur war, möchte ich meine Mähne doch auch gerne mal öffnen und euch zeigen, was die Friseurin da mit meinen Haaren gemacht hat. Also die sind eigentlich glatt, ich hatte die jetzt einfach nur gerade im Zopf, ne? Die sehen eigentlich total fresh aus, aber wie gesagt, ich sollte sie mal kämmen. Egal, auf jeden Fall finde ich persönlich, ist der Look aufregend. Es ist für mich was ganz anderes, denn es ist sehr, sehr dunkel, aber sehr, sehr schön. Gleichzeitig ist es halt eher so herbstlich und ich bin halt eher so ein Sommermensch, ne? Aber ich mag es gerne leiden. Die Blush-Palette würde ich eher Leuten empfehlen, die vom Teint her etwas dunkler sind als ich, weil bei mir ist es halt wirklich so, dass ich natürlich den Bronzer schon verwenden kann und den Peach Blush, ne? Aber diese Highlighter-Töne sind mir persönlich leider ein bisschen zu dunkel und die anderen Blush-Töne halt auch und das ist dann ein bisschen schade drum. Wie gesagt, sollte man etwas dunkler sein als ich, definitiv eine große Empfehlung. Bei der Lidschattenpalette eine große Empfehlung für die Leute, die gerne Herbstlooks mögen, die es gerne etwas dunkler mögen. Eine interessante Kollektion, die mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone herausgeholt hat, aber einen wunderschönen Look hervorgebracht hat. Nicht meine liebste Luna Beauty Palette, aber eine schöne. Definitiv. Die Qualität ist toll. Ich persönlich hätte mir intensivere Schimmertöne tatsächlich lieber gewünscht. Ne? Hier haben wir zwar schöne Schimmertöne, folierte Schimmertöne, aber es ist nicht so bam in your face. Die sind tatsächlich... Die gehen schon so ein bisschen unter, oder? Klar, das Inner Corner Highlight ist schon intensiv, aber die sind nicht so intensiv, wie ich sie mir gewünscht hätte. Nun, da könnte ja Danessa Myricks noch ein bisschen nachhelfen, ne? Ihr Lieben, das wäre es jetzt auf jeden Fall gewesen mit meinem Video zu der Luna Beauty x Laura Lee Full Fantasy Collection. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch, wenn ihr Bock drauf habt, die Produkte verlinkt, aber halt auch die Produkte, die ich hier im Video genannt habe, die auch noch so auf meinem Gesicht sind. Ansonsten trage ich hier ja auch immer so meine... Produkte aus meinem Project Pan. Das wäre es gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!